Ich bin Mareike Gass, Professorin im Industriedesign und Projektleiterin der Burg Labs. Mein Name ist Christian Zöllner. Ich bin Professor an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle und einer der Mitbegründer der Burg Labs. Die Burg Labs wurden von Rainer Maria Matischek, Bettina Göttke-Krogmann, Art von Besoyen, Christian Zöllner und mir 2020 initiiert und gegründet. Mit dem Anliegen, die jetzt schon fantastischen Werkstätten und auch die Tradition der Burg in der Auseinandersetzung mit Material und Technologie, um aktuelle, zukunftsweisende Themen zu erweitern und zu ergänzen. Wir haben drei Labs gegründet. Das BioLab, das sich mit der Biotechnologie, also natürlichen, lebendigen Organismen auseinandersetzt, als Produktionsplattform, als Materialien und Technologien von morgen. Das SustainLab zum Thema Nachhaltigkeit, welche Materialien wollen wir aus gestalterischer Sicht verwenden und das möglichst ressourcenschonend. Und das X-Lab, das sich mit künstlicher Intelligenz und Robotik auseinandersetzt. Die Labs sind Versuche, konkrete künstlerische Forschung und gestalterische Wissensproduktion an der Burg zu verankern. Und genau in diesem Spektrum aus Ernsthaftigkeit und Vielfalt der Themen ist es in den deutschen Kunsthochschulen einzigartig. Die großartigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in interdisziplinären Teams an ihren eigenen Projekten geforscht, aber dieses Wissen auch in die Hochschule überführt. Und genau das war uns total wichtig. Und auch wichtig war uns, dass diese Art der Wissensproduktion, nämlich das künstlerisch-entwerferische, der traditionellen Wissenschaft zur Seite gestellt wird. Über die Auseinandersetzung hier an der Hochschule hinaus ist es uns wichtig, in den internationalen und auch den regionalen Diskurs mit Institutionen, mit der Wirtschaft zu gehen, um dort gemeinsam diesen Fragen zu folgen. Und das ist auch unser Anliegen für die Zukunft der Burg Labs.